Oh ja, funktioniert sehr gut. Das neue Mapping funktioniert. Ach, es ist schön. Ich muss nur, wie gesagt, jetzt erstmal gucken, wie die Tastenbelegung genau ist. Au. Okay, funktioniert ja schon mal sehr gut. Oh, Günther! Hä? Treff ihn nicht. Lass das, Günther. Und was ist mit Schleimmann hier unten? Ich würde den gern noch wegexen. So, Schleimmann, stirb. Au! Ach! Okay, und jetzt mache ich mal Folgendes. Wenn ich die Taste finde, welche die richtige ist, die ist es nicht. Nein, ich kann keinen Checkpoint mehr machen. Ich wollte jetzt hier gerade nochmal einen Checkpoint hinsetzen. Das geht aber nicht. Ach. Na gut, dann muss ich das jetzt so schaffen. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt, weil ich nämlich nicht mehr weiß, was hier oben auf mich wartet. Mann, ey! Na. So, jetzt aber. Nein! Ich muss, wie gesagt, erstmal wieder reinkommen. Nein. So, funktioniert der? Funktioniert. Sehr schön. Alles klar. Auch wie gern ich da hinten nochmal einen Checkpoint machen würde. Aua! Aua! Geh doch tot! Hilfe! Die sind wieder gemein zu mir. Günther! Ach Mann, er hat mich wieder getroffen. Geh weg, Günther. Jetzt habe ich wieder nur noch einen Helf. Das geht ja schon wieder gut los hier. So. Der Rülpser hier. Ach. Na, ich komm nicht mehr klar gerade. Es ist verhext. Hä? Hallo? Jetzt geht doch mal. Sorry, ich muss erstmal jetzt mich wieder an die komplett andere Steuerung gewöhnen. Das ist jetzt echt kurios. Oh, den lass ich jetzt einfach mal liegen. Ich muss sie ja nicht töten. Aber Günther nervt mich immer. Aua. Günther. Geh weg, Günther. So. Günther ist weg. Okay, komm her. Ach Mann, Rülpsmann. Los, einmal rülpsen. Na, komm. Ich muss, wie gesagt, erstmal wieder reinkommen. Eine äußerst ungünstige Stelle, an der ich hier abgelebt habe. Oh! Mann, ey! So. Okay, das hätten wir. Oh. Sag mal, warum falle ich denn jetzt schon wieder runter? Ah. Komm schon. Komm. Das ist eine echt bescheuerte Stelle. Ach, dieses... Ups. Nein. Oh, Hilfe! Alle 50 Tote muss ich einen ausgeben, bitte was? Was soll ich denn ausgeben? Glas Milch oder wie? Oh. Mann!
Geh weg. Ich bleib natürlich auch noch genau stehen und warte auf den Typen, ne? Na komm, rülps doch. Ich war doch fast drüber. Ich war fast drüber. Nicht doch. Das war eigenes Verschulden gewesen. Da bin ich in diesen alten Rülpsautomaten reingelaufen. Ich meine, man kann diese Stelle... Hallo? Hallo? Ich komm hier nicht weg. Wieso bin ich... Wo hing ich denn da gerade? Ich bin gerade nicht weggekommen. Ah. Ich habe aber auch einen bescheuerten Checkpoint hier oben gesetzt, ne? Sag mal, fällt mir gerade so ein. Hat der hier vielleicht noch ein paar blaue? Ne, der hat auch keine blauen mehr. Ah. Doch, er hat noch. Oh, ich habe noch meine Seelenverbindung. So, den haben wir weg. Und wenn Günther jetzt nicht mit... Also wenn Günther jetzt mitspielt... Hä? So, weg mit dir. Was? Jetzt schon. Ich hab doch... So, jetzt habe ich an der Stelle erstmal einen Safe-Spot gemacht. Und jetzt mache ich genau das, was der Erik gerade gesagt hat. Prost. Okay. So, weil jetzt muss ich dann nämlich nicht diese drei Viecher nochmal machen und diese blöde Passage da unten... Ja, dafür ist das. Genau dafür ist das. Das Q-Emote ist jetzt im Übrigen auch auf dem Tier-1-Slot gelandet. Das heißt, wenn ihr jetzt den Emote-Wähler benutzt, beziehungsweise den Emote-Freischalten benutzt, dann kriegt ihr auch das Q-Emote. Na. Ja, genau, da ist es. Da ist es. Die Muku. Boah. So, okay. Komm, Rülpsmann. Oh Gott. Das Schlimme an der ganzen Ecke hier ist aber eigentlich, dass ich nochmal das so dermaßen blöd timen muss. Ja, genau, dass ich diesen zweiten Rülpser nochmal mitbekomme. So, okay. Und natürlich nicht getroffen werde nach Möglichkeit. Siehst du, jetzt war es wieder zu spät. Beziehungsweise... konnte nicht mehr. Ach, oh. Günther ist auch wieder da. Gut. Hallo, Günther. Okay. Oh. Günther. Doofkopf. Ich glaube, wir werden noch ein bisschen an dieser Stelle hier hocken. Nein! Ja, ich weiß, dass ich diesen Hinweis beachte, aber es bringt mir halt gerade nichts. Huch. Weil, ich muss ja erstmal hoch genug kommen, um diese Feder überhaupt benutzen zu können. Es bringt mir ja gerade nichts, diese Feder zu benutzen, wenn ich nicht hoch genug springen kann, weil es geht mit der Feder ja immer nach unten. Ach, komm schon. So, los, Rülpsmann. Weil hier, das bringt mir nichts. Guck mal, ich komme nicht hoch genug.
komme einfach nicht hoch genug mit der Feder. Ich komme da zu weit, zu schnell wieder runter. Das ist das Problem. Ah! So, jetzt. Oh je. Und ich kann hier nicht... Ich habe hier keinen Checkpoint. Oh. Haben wir noch keinen? Nein? Ich will nicht darüber. Oh. Nein, 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 nein. Ich brauche die Punkte. Ich brauche diese verdammten Punkte. Komm schon. Immer noch keine. Was, Fischpopo? Was ist denn wieder ein Fischpopo? Was habe ich denn jetzt schon wieder verpasst? Oh, ein Kartenfragment. Ich würde gerne speichern. Hilfe? Hi? Was war das denn? Hä? Ach nö! Nicht die Rotorkrähe! Und ich konnte nicht speichern! Ich will nicht, ich gehe. Tschüss, ich bleibe jetzt hier hinten. Ich wohne jetzt hier hinten in dieser kleinen Ecke. So, das, hier wohne ich jetzt. Nö, da stehe ich gar nicht ein. Oh, diese Kack-Rotor-Krähe wieder. Oh, Mann, oh. Ja, muss ich nur locken. Mehr Rotor-Krähe. Haha. So, ja, okay. Oh, oh Gott. Was? Bitte was? Och, nö. Das ist ja wieder mal absoluter Hass hier. Oh, ich brauch das Ding. Ich kann speichern. Ich kann speichern. Ja. Ja, lecko mio. Wir haben es geschafft. Endlich über diese verkackte Stelle drüber. Oh. Ja! Endlich! Hallo? Okay. Ja, schon wieder so ein Herr Schleimmann. Ja, mach du nur. Mir jetzt egal. Ich hab meinen Checkpoint. Ich hab meinen Checkpoint. Ist mir egal. Aua. Es ist trotzdem nicht nett. Ich glaube, die Typen wären stärker. Kann das sein? Sonst habe ich doch immer nur dreimal draufschießen gebraucht. Jetzt brauche ich mittlerweile schon viermal draufschießen. Ich brauche noch. Ich muss mal gucken, ob ich hier noch irgendwie was einsammeln kann. Nee, gut. Ich dachte, ich kann bei den Laternen noch irgendwas kaputt machen, um es mitzunehmen. Was ist denn mit dieser Welt hier? Die schwurbelt ja so. Uah. Warte mal. Ah, nee. Ja, ich wusste ja nicht, dass die Gegner auf einmal stärker werden. Also dieselben Gegner von vorher. Azus Fackel, hier ging sie also verloren. Wenn wir sie zur verhüllten Laterne tragen, zeigt sie uns vielleicht den Weg. Die verhüllte Laterne? Eine verhüllte Laterne. Okay. Hier ist
Feuer? Muss ich hier hoch? Ha, hallo? Hä? Wie komme ich denn da runter? Wie komme ich denn da runter? Hä? Wie komme ich da runter? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Karte? Ja, wow. Ich hab, ich sehe hier nicht mal, wo ich... Hä? Ich kann hier aber auch nichts ziehen, oder? Kann ich hier irgendwie was ziehen? Nein. Oh. Ich muss einfach nur weiterlaufen. So, weg mit dir. Haha. Ist das jetzt hier offen irgendwie? Ne. Es hat sich zwar irgendwas geändert hier hinten an der Welt, aber nicht so richtig. Haha, du Lutscher. Warte mal, war das vorher schon so? Nee, oder? Hä? Oh! Was hast du dir gedacht, hä? Schleimmann. So, einen auf den Sack. Haha, oh. Oh, oh. Ich habe da oben den Punkt noch gesehen und ich wollte ihn unbedingt haben. Aber es war mir nicht vergönnt. Oh. Geh kaputt. So, Schleimmann, schreite zur Tat. Weg damit. So. Schon wieder dasselbe Problem. Gleiche. Hallo? Na, jetzt. Okay, 250. Es geht vorwärts. Hilfe! Sehr schön. Na? Und wieder. Oh Mann, ey. Ich will doch nur diesen blöden Punkt da oben noch haben. Damit ich nochmal skillen kann. Mehr will ich doch nicht. Mehr verlange ich nicht. Ah, okay. Das haben wir. Er hat mich geschobt. Er hat mich geschobt. Das war nicht nett. Alles nur wegen diesem vermaledeiten Punkt, den ich da noch haben will, ne? Ich brauche den Skillpunkt ja. Um mir neue Fähigkeiten kaufen zu können. Komm schon her, du! Schleimmann. Na, 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 na. Ich weiß, was ich falsch mache. Und ich mach's jetzt hoffentlich richtig. Ah! Wir kriegen das hin. Ich bin da ganz zuversichtlich. So, komm, Schleimmann. Einmal rülpsen. Haha. Jetzt habe ich es richtig gemacht. Haha. Ich kann nicht speichern, ne? Nee, okay. Nein, 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 nein. Oh, Hilfe. Hilfe. Hä? Wieso sitzt es denn so da? Komm her, du!
Okay, komm, 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 komm. Aha. Okay. Oh Gott! Das ist nicht euer Ernst, oder? Oh. Ich hab's geschafft, ich bin durch. Oh je, oh je. Okay, was haben wir denn hier? Ultra-Seelenverbindung. Das Erstellen einer Seelenverbindung stellt zwei Lebenszellen wieder her. Das ist schön. Ultra-Geistermagnet. Die meisten einsammelbaren Gegenstände werden automatisch absorbiert. Ja, 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 ja. Ja. Na, dann nehme ich das doch mal. Was? Hallo, Sophia. Was heißt hier OHK? OHK. Nee, Chaka. Ach, Chaka. Das ist ein C. Ich habe wohl irgendwie zu viele giftige Dämpfe heute eingeatmet. Ich habe heute nämlich so ein paar Spielehüllen sauber gemacht. Und, du hattest Forelle und Erik fand das lustig. Was findet man denn? Was kann denn? Was ist an Forelle so lustig? Muss ich nicht verstehen. Was ist denn das hier drüben? Was ist das? So. Aha. So, warte mal. Ich muss noch mal irgendwie da hoch. Wow. Hast du dir so gedacht, hä? Du elender Schleimmann. Ah. Guck mal, da oben ist noch irgendwas. Haha, hab ich's doch richtig gesehen. Habe ich es richtig gesehen? Wunderbar. Oh Gott. Hilfe. Lass das. Ich komm dir näher, ne? Ich drück dir auf die Pelle, Mann. Nicht Pillermann, sondern Pellemann. Hä? Warum bin ich da gestorben? Haha, so. Oh, Günther! Günther, lass das! Hör auf, Günther! Drecksack. Elendiger Drecks-Günther. Fieser. Schlipper. Nee, kaputt. So. Schade. Ich dachte, ich treffe die Schleimer noch. Komm, 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 komm. Na komm mal ein Stück hoch. Ja, komm. Aber nicht zu sehr. Das mag ich nämlich auch wieder nicht. Okay, den haben wir. Oha. Explosive Typen. Hab ich ihn? Ich hab ihn. Okay. Haben wir. Zeit für einen Checkpoint. Oh. Hä? Ach, hier ist eine Wand. Da ist eine Wand. Huch. Ich will nicht darunter. Gar nicht so schwer. Au. Ey, 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 ey. Halt. Stopp. Aus. Beherrsch dich. Okay. Ach, wie gut, dass ich dieses Tuch habe. Glaube ich. Oh, nein, nein, nein. Huh, das war knapp. Au, da ist er.
Tatsu erklomm immer die Berge hoch über den Trauerpass. Als die Fackel ihres Bruders erlosch, wurde sie Opfer des Nebels und verlief sich. Ah. Ui, ja. Bam. Du hast das Klettern erlernt. Klettern? Um diese Fähigkeit zu benutzen, musst du Right-Trigger drücken und halten, wenn du an einer Wand bist. So kannst du an ihrer Oberfläche entlang laufen. Oh. Ah! Oh, cool! Lalala, da, 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 da. Fetzt! Ich bin da mal weg. Ich will nichts mehr mit denen zu tun haben. Ich sitze hier voll im Dunkeln, ne? Ist irgendwie blöd. Na egal. Soll ja der Stimmung dienen. Hoffentlich gibt's irgendwann noch Gartenhandschuhe. Dann kannst du auch Stacheln laufen. Das ist gar nicht so schlecht. Ta-ta-ta-ta. Huhu. Bam. Günther, mein Lieber. Idiot. Wow. Muss ich nochmal da hoch? Das sieht so anders hier aus. Nein, au. Okay, ich gehe ja schon. Aber die Welt verändert sich hier gerade wieder. Ist alles so schwurbelig. Aua. Das ist nicht nett. Oh, Rolli Rollmann. Blöder Rollmann. Penner. Hä? Ich will hier nicht tot sterben. Och, Mann, ey. Aber wie komme ich denn jetzt überhaupt irgendwo hin? Warte mal. Ich muss irgendwie da... Was? Ich brauche den Rollgünter. Rollmann! Kommen Sie zurück, ich brauche Sie. Ist er wieder da? Rolli, Roll, 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 Roll. Rollmann! Ich muss doch irgendwie... Oh. Ich habe mich nicht festgehalten. Aber offensichtlich würde ich es schaffen. Oh! Oh. Oh Gott. Oh. Ey, lass das. Ey, wieso trifft er mich? Der kann zielen auf einmal. Der Drecksack kann auf einmal zielen. Das ist nicht gut. Lass das. Ich hasse das. Hast du das gesehen? Das war ja mal voll arschig gerade. Hat die mich verarscht, die Pflanze? Komm her. Hat die mich einfach verarscht, ne? Kann ja wohl nicht wahr sein. So. Würden Sie bitte? Hallo? Bitte nicht Timing. Oh, ein Glück. Ein... Oh, Günther! Das war's mit Günther. In der Nähe von Feinden kannst du keine Seelenverbindung erzeugen. Das ist interessant. Hä? Oh, halt. Ja, so kann man sich auch die Zeit vertreiben, ne? Okay. Oh, wir haben noch einen
Fragment bekommen. Für welche Tür auch immer das war. Warte mal, hat sich jetzt drüben was verändert? Weil es irgendwie so geknarzt hat. Ich habe da gerade nicht mehr hingeguckt. Müssen wir mal kurz rüber gucken. Ich will nur auf Nummer sicher gehen. Nicht, dass ich... Verdammt nochmal. Nicht, dass ich irgendwas verpeile. Nur weil ich es nicht hingeguckt habe gerade. Ja. Ups. Ne. La la la. La la la. Ups. Ne, hier drüben ist nichts, ne? Ne, okay. Gut. Gut, ich habe nichts verpeilt. Alles gut, alles gut, alles gut. So. Günther lebt! Hör mal auf damit. Spuckmann. Was ist denn das hier für ein Apparillo? Hä? Was? Ah! Oh, Günther! Oh, ciao! Hörst du auf damit? Mann, ey. Oh, die Jungs hier, ne? Die sind ganz schön ätzend. Ah. Okay. Ja. Okay. Das geht nicht. Mäh. Oh Gott, ich wäre beinahe wieder reingehüpft. Lassen Sie das. Hä? Aber... Oh nein! Oh! Rausgefunden. Bin vielleicht ein bisschen doof. Aber nur ein bisschen. Ich bin richtig doof. Ja, ich bin richtig doof. Ey, hör mal auf! Was ist denn das für ein Dreck hier? Ach, Günther. Trottel. Oh oh. Too much. Too much. Ah,
So. Was? Ich lasse mich von niederen Lebensformen wie Pilzen rollen? Ja. Oder auch Trollen. Wahlweise. Natürlich. Ich bin auch kacke. Guck dir ihn an. Der ist doof. Er ist richtig doof. Aber da oben ist doch was. Ciao. Okay, ciao. Bitte nicht wieder diese Rülpsmänner. Ja. Rotorkrähe! Oh oh. Nein! Verdammt! Komm, Günther. Sehr schön. So. Aua! Frechheit. Rot, okay, ja. 3000. Ah. Wow, das war knapp. Das war mal richtig knapp. Ach, leck mich. Blöde Rotorkrähe. Checkpoint. Ey! Oh Gott, wer baut denn solche Level? Oh, unten. Wir sind unten. Ich hoffe mal, ganz unten? Och nö, warte mal. Mach mal, ich habe keinen Checkpoint mehr. Aua. Oh je. So, okay. Müssen wir da unten? Los, Rülpsmann. Ey, du Drecksack. Was ist denn da unten? Der Tod ist da unten. Natürlich, was sonst? Ey, ich hab doch diesen blöden Fallschirm aufgemacht. Er wollte gerade nicht. So. Hallo! Nein! Och. Das ist wieder so eine Kackstelle, ne? Wieder so eine Kackstelle. Junge. Oh nein! Warte. Schieß doch! Warum hat der nicht geschossen? Herr Rülpsmann hat nicht geschossen. Oh. Das war... Jetzt war ich völlig aus dem Takt. Dass ich mich da immer drauf einlasse, ne? Gibt es nicht. Das gibt es einfach nicht. Los, Rülpsmann. Ach so, ich brauch den gar nicht. Komm ich hier auch eventuell so hoch? Komm ich nicht hoch.
Ja, vergiss. Oh, ich hätte doch da hochgemusst. Okay. Ich hoffe, ich komme noch da hoch. Wieso denn? Ach, Manno. Ah. Na gut. Es ist echt schlimm mit den Biestern. So, los, Rülpsmann. Hä? Das war gar nicht da oben. Oh Gott. Oh, das ist echt schlimm. Okay, runter da. Wenn ich wenigstens noch einen Checkpoint hätte, ne? Mann, ey! Das kann nicht wahr sein. Oh. Ach, es ist echt zum Heulen. Stelle ist wieder mal so eine richtige, schöne Kackstelle. Oh. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh. Nein! Das ist so. Geht's hinten nicht weiter irgendwie? Nein. Ach Mann. Das Schöne ist, wir sind noch nicht an den Punkt gekommen, wo es mir hier oben ist. Sind wir noch nicht. Noch geht's. Auch wenn das vielleicht nicht so... Jetzt sind wir da. Nein, Quatsch. Noch ist alles gut. Noch ist alles gut. Es ist noch machbar. Es ist nicht so schlimm, dass ich mir sage, meh, ich hasse dich. Ich hasse dich und deine Nachfahren. Komm, 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 komm. Okay. So. Jetzt ist die Achterbahn. Wie komme ich da rüber? Oh. Ich habe keine Ahnung, wie ich da rüberkommen soll. Warte mal. Muss ich hier runter? Oh nein. Oh doch. Oh nein, vielleicht doch nicht. Au. Hä? Wo muss ich denn dann hin? Hä? Ich will hier rüber. Ich habe nur keine Ahnung wie. Oh. Das könnte der Weg sein nach oben. Also zu diesem... Hallo? Ist ja gut nun. Zu diesem Punkt da oben. Oh. So. Okay. Puh. Diese ganzen Schleimmänner hier. Sind ja schlimm. Die sind richtig schlimm heute. Au. Sag mal, ist das Spiel eigentlich nur bei mir so laut? Nee, ne? Irgendwie hat es die Lautstärke umgeändert. Kann das sein? Ja, es ist lauter geworden. Ich hoffe mal, dass das besser ist. Ich hab's jetzt gerade gemerkt. Irgendwie war was zu laut. Da ist das. Aber wie komme ich da hin? Wie komme ich denn da runter?
Keine Ahnung. Ist mir auch egal. Wegen dem einen Punkt ist das jetzt da. Puppe ich drauf. Au! Hä? Okay. Nein! Ich habe aus Versehen nach unten gedrückt. Habe ich jetzt gemacht? Jetzt hat er, glaube ich, gemacht. Ich weiß nicht, ob er den einen eben hochgezählt hat. Okay. Ist ja gut. Beruhig dich. Jetzt beruhigen wir uns alle mal wieder. Bitte. Oh je. Huch. Oh je. Wenn du denkst, es kann nicht mehr schlimmer werden. Doch, es geht noch schlimmer. Es geht offensichtlich noch sehr schlimmer. Wie komme ich denn da durch? Oh Gott, so. Schleim die Schleim, Mann. Na. Komm, einmal noch. Oh. Das ist gerade wieder mal ganz schlimm hier. Oh, Günther! Mann, wir haben uns ja lange nicht gesehen. Tschüss, Günther. Nett, dass du mal reingeschaut hast. Nein. Warum zeigt mir das gerade so komisch an hier? Warte mal. Die Stelle kommt mir bekannt vor. Hier war ich schon mal. Aua. Die Stelle kommt mir sehr bekannt vor. Glaube ich. Errungenschaft. Lebensretter. Ja, das kommt hin. Ich muss da irgendwie hochkommen, ne? Das war doof. So, weg mit dir. Okay. Ich wäre am liebsten dann nochmal irgendwie... Ah, ich komme nicht mehr da hoch, oder? Ne, komm nicht mehr. Komm nicht mehr hoch, oder? Höchstens, indem ich mich nochmal umbringe. Nein, komme ich nicht mehr hoch. Okay, dann nicht. Dann belassen wir es dabei. Was? Jetzt will ich erst recht nach da oben. Ich will da hoch. Guck mal, da oben ist noch so ein Günther. So nicht. Na komm, 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 komm. Na gut, Günther, wieder doof wie eh und je. Ich komme nicht so einfach ohne weiteres da hoch, oder? Da geht's auch nicht. Au! Okay.
Okay. Ich kann auch auf die Karte gucken, wenn mir was bekannt vorkommt. Nicht so wirklich. Hier ist irgendwie so viel Nebel wie noch nie. Das geht leider nicht. Ja, oh. Oh, dieser blöde Fettsack. Ach, ich wollte gerade aufladen, aber ich habe ja nichts mehr zum Aufladen. Ich muss mir irgendwas mal hier zum Töten hinlegen. Ich muss mir hier wirklich was zum Töten hinlegen. Wie soll man denn das bitte richtig timen? Oder muss ich ja wirklich über die... Oh! Über die Lücke drüber. So. Günther! Blödes Günther. Blödes Günther. Ist nicht wahr. Wie das? Okay, ich frag nicht. Schon wieder. Ich hab grad erst. Okay. Prost. Ihr wollt mich nur dazu bringen, dass ich pinkeln muss. 100 Pro. Ich kenne euch. Seid so fiese Lumpen. So. Ich hätte einen Checkpoint setzen sollen. Ey, jetzt hör auf da. Könnt mich mit Wasser abkühlen? Oh, ne. Wenn ihr das übertreibt, dann setze ich dann Cooldown rein. Cooldown. Verstehst du, wegen Abkühlung? Mimimi schaltet aus dem Wald? Nein. Bei mir schaltet es nicht Mimimi aus dem Wald. Nö. Ach. Niemals. Oh! Oh! Hätte den Checkpoint da oben machen sollen, nicht Rinfi, ne? Oh, nein! Ach, ich bin wieder zu weit hochgelatscht. Oh! Nein, 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 nein! Oh, ah, oh, oh, oh. Das war knapp. Okay. Nein! Halt, bleib da! Oh. Oh. Hä? Wieso hat er nicht gehalten? Ich hab doch gedrückt, verdammt nochmal! Mann doch! Genau das gleiche habe ich eben auch gemacht. Er hat sie aber nicht festgehalten. Er hat keine Mücke. So, jetzt hat er es gemacht. Oh, ein dicker Schwurbel. Weg, 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 weg. Nein! Oh, Rollmann! Hey, Rollmann. Ciao, Rollmann. Oh, ein Glück. Wir könnten es jetzt mal langsam wieder so ein bisschen
heller hier bekommen? Ich weiß nicht, wie es da unten aussieht. Ah, ich glaube, ich bin jetzt... Jetzt bin ich hier oben. Alles klar. Oh, au. Ich bin jetzt genau da, wo ich mir vorhin gedacht habe, oh, da oben kommt ein Günther runter und ist so doof und springt gegen alles, was ihn töten kann. So ungefähr. Was? Jetzt kannst du runter in den Gang, wo du nicht hochgekommen bist, oder? Weiß ich nicht. Ich bin ja jetzt hier. Ich muss ja jetzt nicht mehr runter. Ich bin ja von unten gekommen. Aua. Manchmal werde ich sehr müde. So. Oh, nein, nicht noch ein Günther. Ah. Rechts war ein Gang, wo ich nicht hoch konnte. Das war gerade da, wo ich... An der Stelle war ich ja gerade. Das ist da, wo der Günther runtergehüpft ist. Oder mir entgegengehüpft ist. Also ich bin quasi einmal die Runde jetzt gelaufen. Also, beziehungsweise bei euch so rum. Ja? Oh! Bossgegner! Juhu! Lange keinen Bossgegner mehr gehabt. Sind das jetzt zwei oder ist das nur einer? Ich bin mir gerade unsicher. Eben waren es doch noch zwei, oder? Haben die sich gegenseitig kaputt gemacht? Das ist auch gut. Was? Komm her. Schleimmann. Ne, wie nennen wir den denn? Brauchen einen Namen für Egon. Das sind zwei. Genau. Ey, Egon. Ja, einer ist tot. Die sind widerlich. Es hätte sein können, dass hier oben was ist. Gleich haben wir einen. Hab ich eben schon mal gedacht. Oh, geschafft. Geschafft. Oh, ich habe einen Fertigkeitspunkt. Sehr schön. Ich habe einen Fertigkeitspunkt, aber ich glaube, das ist nämlich alles zu teuer jetzt, ne? Richtig. Ist alles zu teuer. Tür auf. Tür auf. Ja. Hä? Was habe ich denn jetzt? Was denn das? Ist richtig Progress hier? Auf jeden Fall, ey. Das bist du gar nicht gewohnt von mir, ne? wo muss ich denn jetzt mit dieser... Wo muss ich damit hin? Hier hin? Ich weiß doch gar nicht, was dieser Gegenstand bewirkt. Nee. Wie soll ich denn mit dieser Murmel da jetzt hinkommen? Das kann doch nicht richtig sein, oder? Hallo?
Das kann doch nicht richtig sein. So, der ist weg. Noch so einer. Ich lasse die erstmal da unten liegen kurz. Nur mal, um zu gucken, was hier oben noch ist. Jede Menge Schleimmänner wieder. Das kommt mir auch sehr bekannt vor, hier die Stelle. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ist jetzt auch egal. Ich muss diese Kuller mitnehmen. Ach, das ist die... Ist das das, was wir vorhin gesehen haben? Ich habe keine Ahnung. Also das hat sich hier schon mal geändert. Aber mal ganz ehrlich, wie soll ich denn die Kuller da durchbringen? Muss ich die überhaupt da durchbringen? Offensichtlich ja. Oh, ich will ihn nicht da durchbringen. Wie soll ich denn das hinkriegen? Wie soll ich die denn da durchbringen? Lebendig vor allen Dingen. Muss ich immer hüpfen, ne? Ah, ah. Ach, hier sind wir jetzt. Ja, schön. Schöne Scheiße. Indem du rechtzeitig hüpfst. Ja, danke. Okay. Ich kann hier nicht rechtzeitig hüpfen. Es geht nicht. Oh Gott. Puh. Das wird interessant. Das wird äußerst interessant. Ich glaube, das war doch nie im Leben was. Ich habe, glaube ich, eben nicht gemacht, oder? Ja, ich hatte den Tod nicht gezählt gehabt. Ich kann nicht nach beiden Seiten gucken. Ja, nee. Ich will die aber nicht ablegen. Sie ist so flauschig. Und sie rollt weg. Und ich will nicht, dass sie irgendwo hinrollt, wo ich dann... Oh, das war dumm. Das war auch dumm. Ja gut, ich leg sie erstmal hier ab. Ja, ich leg sie hier erstmal weg. Bleib bitte liegen. Oh. Selbst ohne Kugel schaffe ich es nicht. Ein heilloses Unterfangen hier. Oh, na toll, das ist der wieder da. Die Kugel ab. Ganz beschissene Idee gewesen. Pass auf, jetzt ist rechts der wieder da. 100 Pro. Nein, er ist nicht da. Glück gehabt. Haben wir aber Glück gehabt. Da muss sie hin. Muss sie hier hin? Muss die Kugel hier hin? Ja, sie muss hier hin. Oh. Was ist drauf damit? Oh. Brenne. Was ist das Feines? Haben will. Was ist das? Wir entzündeten die verhüllten Laternen und sie lichteten den Dunst. Hm. Ori, der Schlüssel zu den Elendsruinen. Das Gumon-Siegel wurde gefunden. Ah ja. Nehme ich. Du hast das Gumon-Siegel gefunden. Mit diesem Schlüssel kannst du die Elendsruinen betreten. Die Elendsruinen, ja?
Die Dinge heißen wahrscheinlich nicht für umsonst Elendsruin, denn dort wird's nämlich wahrscheinlich ziemlich kacke. Das Element des Windes findet sich tief in den Elendsruinen südlich von hier. Es ist nicht allzu weit. Ich kann dir den Weg zeigen. Komm, zeig mir den Weg. Oder zeig mir einen richtigen Hasen. Eins von beiden, was du willst. Ist mir egal. Nebelforst. Da unten war ich, glaube ich, schon mal, ne? Ich glaube, ich war da unten schon mal und habe das irgendwie... Nee, war ich noch nicht, oder? Finde das Gummon-Siegel, das im Nebelforst versteckt ist. War ich nicht gerade im Nebelforst? War ich nicht gerade im Nebelforst? Das ist da unten. Da müssen wir wahrscheinlich hier rüber. Ja. Ja. Okay. Attacke! Rollmann! Hehe. Oh, eine Rotorkrähe! Blöde Rotorkrähe! Ach, jetzt habe ich auch wieder Spaß an den Tieren. Oh, wie viel die jetzt aushalten, ne? Boah! Böse Rotorkrähe. Hahaha, du Rollmann. Das dafür, weil ich mich über Rolli Rollmann lustig gemacht habe. 100 Pro. Die fressen aber auch die Krähen. Kriegt mich wieder mit einem. Ja gut, ich habe auch nur noch 2 HP. Also 2 Health-Punkte. So. Wie komme ich denn da hoch? Gibt es da einen Weg, diesbezüglich ich bestreiten könnte? Kann ich vielleicht auf diesen Dingern? Komm mal zurück. Schleimmann. Komm mal zurück. Nee, geht nicht. Ich kann nicht mit dem... Ich dachte, ich kann hier nach oben. Aber ich komme da nicht hoch. Ich komme da nicht hoch. Na gut, dann ist egal. Dann will ich nicht da hoch. Oh, es wird endlich hell. So, und pass auf. Ich muss jetzt hier runter, ne? Ich muss hier runter, wa? Weil hier hat ja Kuro gesessen, meine ich. Der hat ja hier gesessen oder hat oben irgendwo gesessen und hat mir immer abgefangen. Hat er. Hui. Oh, wieso sind denn hier so viele von diesen Drecksäcken? Och, Menschenskinder. Ach, gegen die ist auch kein Kraut gewachsen, ne? Oh, ey. So, der ist weg. Der ist weg. Ganz schön laut hier der Regen, nass und Wasser und alles. Gut, es liegt jetzt an den Kopfhörern. Ich habe die Kopfhörer jetzt direkt an den Computer angeschlossen, deswegen ist es bei mir lauter. Das ist der Grund. Ah, Geheimgang. Und ein Kartenfragment. Jetzt habe ich schon 2 von den Dingern. Ich weiß gar nicht, wohin damit.
Och nö! Haha! Ja, da guckst du doof. Jetzt hack ich mich nämlich mal hier durch die Welt. Bam, Lutscher. Da, geschafft. Ich möchte ja gerne mal wieder ein bisschen mehr Schaden machen. Wer hier macht? Au. Das ist lustig, irgendwie. Irgendwo kommt hier gerade eine kühle Brise her, habe ich so das Gefühl. An Skill mehr Schaden brauchst du nur noch einen Punkt, ja. Ich kann gerade nicht skillen. Das geht ja gerade nicht. Irgendwo kommt hier aber trotzdem gerade eine kühle Brise her. Das ist lustig, das passt zum Wasser. Das nennt man Flatulenz, die sind nicht kühl. Hier, ich kann gerade nicht skillen. Hier, geht gerade nicht. Energieeffizienz. Mhm. Zündflamme. Wir machen das hier als nächstes. Weil dann mache ich ein bisschen mehr Schaden bei den Biestern und das wäre mir sehr lieb. So, okay. Boah, ey. Ey! Da kriegst du direkt zum Beginn schon eine gepflastert. Ich glaube, ich habe eben aus Versehen einen Checkpoint gemacht, obwohl ich das gar nicht wollte. Und da sind schon wieder Dornen. Geschafft. Ah. Bam. Und eine Rotorkrähe. Mit zwei Rotorkrähen. Hast du dir gedacht, hä? Rotorkrähe. Rotorkrähe Karl. Nennen wir sie Karl. Wo ist die andere? Kommt nicht mehr. Mag nicht. Och, nicht schon wieder so einer. Ach nee, das ist ein anderer. Oh. Sag mal, war ich hier schon mal? Ich war hier schon mal, ne? Ich muss aber nach da unten. Wie komme ich nach da unten? Wie komme ich denn nach da unten? Hier durchs Wasser? Könnte sein, ne? Karl? Rotorkrähe Karl, lassen Sie das bitte. Hier müssen wir lang, ne? Gucken wir auf der Karte weiter links. Meinst du hier? Hier geht's, glaube ich, nicht rein. Und hier ist auch nichts weiter. Von da hinten sind wir ja gekommen. Also hier ist nichts weiter. Nur hier das eine Stückchen, aber das hatte ich auf. Genau. Ne, alles gut. Ich glaube, wir sind richtig. Denke ich mal. Ich muss, denke ich mal, hier runter. Wie komme ich nochmal hier runter? Welchen Knopf muss ich da nochmal drücken? Ah, erstmal mache ich Günther weg. Ich glaube, ich komme hier gar nicht runter. Nee, hier komme ich nicht runter. Karl. Ist mir eine Ehre. Es ist mir keine Ehre. Penner. Wie komme ich hier rein? Ist der volle gegen den Baum gerotiert. Gerotiert? Nee, er ist rotiert. Ich muss hier bestimmt noch irgendeinen Schalter erledigen. Oh, guck mal, da war ein Eichhorn. Habt ihr es gesehen? Da war gerade ein Eichhorn. Oh, ich mag Eichhörnchen. Da war ein Eichhorn. Komm zurück, Herr Eichhornmann. Hallo. Wo sind Sie, Herr Eichhornmann? Oh, der war so knuffig. Oh. Schade. Ah.
Hä? Ah, jetzt bin ich wieder am Anfang. Jetzt bin ich doch wieder beim wie heißt das Ding? Geisterbaum. Ach, die kann man wieder aufladen. Ah. Oh, das Lied ist so toll. Okay. Genug Musik. Aber ich muss da irgendwie durchkommen durch diese Wasserstelle. Ich weiß nur noch nicht genau wie. Also zumindest sie ist offen. Sie wird mir als offen angezeigt. Dann muss ich doch auch... Hör mal auf da! Dann muss ich doch hier auch irgendwie durchkommen, oder? Geh da durch. Wie ging denn das nochmal? So nicht. Aua! Komm her! Rotorkrähe! Ah, ne. Hä? Ich verstehe gerade die Welt nicht mehr. Was ist denn das da hinten eigentlich nochmal? Ist das ein Checkpoint? Ne, das ist kein Checkpoint, oder? Ist das ein Checkpoint? Wie komme ich da runter? Hä? Wie komme ich denn da runter? Hier ist auch... Da ist nochmal irgendein Schalter oder so, ne? Hier. Ein Tor. Da oben. Soll ich nochmal probieren, da hochzukommen? Probieren nochmal, da hochzukommen. Und jetzt müsste ich nach links. Au. Ich mache hier nochmal einen Checkpoint. Okay. Ich glaube, jetzt habe ich... Au! Trottel. Ich auch Trottel. Ich auch Trottel. So, jetzt bin ich da. Ich muss noch mal gucken, was da oben rechts ist. Rotorkrähe. Kommt zu dich gefliegt. Hehe, und ist doof. Ich auch. Sag mal, bin ich denn nur prasselig gerade? Oh. Hallo! Okay, Rotorkrähe kommt jetzt wieder angescheißert und kriegt einen auf den Deckel. Oder auch nicht. Wieso kriege ich in die Tür nicht mehr auf? Ich krieg die nicht auf, ne? Musst du irgendwas dagegen schubsen lassen. Ist hier so ein Rollmann? Hier ist kein Rollmann.
Wie kriege ich denn die jetzt auf? Keine Ahnung. Kriege ich nicht auf. Wüsste ich jetzt gerade nicht wie. Gut. Das war für umsonst da oben. Au. Spukhorst, lass das. Hallo Martin. Einen schönen guten Abend wünsche ich dir. Alles fit? Oh. Ich muss hier rein. Mach mir auf, Günther. Wie komme ich da rein? Ich sehe hier aber auch nichts dergleichen. Irgendwie einen Schalter oder so. Ich meine, es könnte ja sein, dass hier oben irgendwo ein Schalter versteckelt ist, ne? Aber wird der nicht angezeigt normalerweise? Guck mal, hier unten ist auch noch ein Tor, was wir eventuell öffnen könnten. Ich weiß noch nicht, ob ich da hinkomme. Vor allen Dingen, ich war da auch noch gar nicht. Alles fit? Schön. Heute hat die Hitze nachgelassen. Gestern 36 Grad! Hä? Okay. Ist ja widerlich. Da war wieder das Eichhörnchen. 36 Grad. Das ist schon ziemlich eklig. So, okay, ich muss jetzt hier nach unten. Viel zu warm. Auf jeden Fall viel zu warm. Also bei uns hat es heute den ganzen Tag geregnet. Deswegen hat es sich zum Glück ein bisschen abgekühlt. Also ist nicht so warm jetzt. Also nicht so warm wie bei dir. Definitiv nicht. So. Au. Rotorkrähe. Komm zu dich gefliegt. Noch mehr Rotorkrähen. Da ist wieder das Eichhörnchen. Das Knuffige. Ich mag Eichhörnchen, die sind so toll. Die sind so flauschig vor allen Dingen. So. Sicher ist sicher. Ups. Geh doch runter! Geh doch da! Schönes Spiel. Kannst die Auflösung wieder nicht runterstellen? Ich habe keine Ahnung. Nee, das ist nicht nur bei dem Spiel. Aber woran das liegt, ich kann es dir leider nicht sagen. Das ist irgend so eine Twitch-Eigenart. So, hier muss ich hoch. Hier muss ich hoch. Aber das Schöne ist ja, ich lade es ja zeitnah wieder auf YouTube. Und dann kannst du es dir ja trotzdem wieder angucken. Och, Günther. Da kannst du zwar nicht live dabei sein, aber du kannst es trotzdem angucken. So ist ja nicht, ne? Sag mal, wie komme ich denn jetzt da hoch? Hä? Wie komme ich denn da hoch? Ja, kann man leider nicht interagieren. Dann hol dir doch mal DSL. Hol dir DSL, Junge. Oder Blumkohlmann ist auch mal wieder da. Hallo Blumkohlmann, wie geht's dir denn? Alles gut bei dir? Grüß dich. Entschuldigung wegen Blumkohlmann, aber Kohlflower. Cauliflower ist doch Blumkohl, ne? Ach schön. Schön mal wieder bekannte Gesichter zu lesen hier. Ja, ne? Genau. Wie gesagt, nicht böse gemeint. Ich finde den Namen lustig. Ich komme hier leider nicht hoch. Ich wüsste jetzt auch gerade nicht, wie. Hier brauchen wir doch irgendeine Fähigkeit oder sowas noch, oder? Bin ich für umsonst jetzt hier runter? Hier unten ist auf jeden Fall nochmal so ein Kartenstein.
Da kann ich mal hin. Da muss ich eh hin. Vielleicht schalte ich damit irgendeinen Weg frei. Sei mal nicht so laut hier. Da. Guck mal, die sind wesentlich leichter kaputt zu machen, die Viecher hier. So, Kartensteinfragment. Achso. Hab ich schon. Okay. Dann muss ich jetzt offensichtlich einen Kartenstein finden, den ich aktivieren kann. Ist jetzt die große Preisfrage. Wo ist einer? Hier hinten war keiner. Ich habe keinen Plan. Wo ist denn hier noch so ein Kartenstein? Da oben wäre noch mal einer. Ich weiß aber nicht, ob der schon aktiviert ist. Sehe ich das irgendwie? Ob die aktiviert sind? Ja, mach das. Tu das. Ist ein wunderschönes Spiel. Dann wünsche ich dir auch noch einen schönen Abend, ne, mein Lieber. Und wir hören voneinander. Ich melde mich. Eventuell. Mal gucken. So, das war der eine Tempel, ne? Hier gab es auch nichts weiter. Ich weiß gerade nicht, wo noch so ein Kartenstein ist. Werden die mir denn nicht angezeigt? Weil ich sie nicht aktiviert habe? Könnte das sein? Das wäre sehr schlecht. Das wäre sehr, 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 sehr schlecht. Es könnte aber sein, dass ich die nur dann angezeigt bekomme. Huch, ich wollte die Legende anmachen. Ja, Kartenstein. Ich krieg die wahrscheinlich nur dann angezeigt, wenn ich sie freigeschalten habe. Verdammt nochmal. Das ist jetzt aber blöd. Was ist das hier oben eigentlich, was da so blinkert? Ach, das ist die Sehenverbindung, okay. Ich fall da jedes Mal drauf rein. Ja, keine Ahnung. Vielleicht muss ich mich mal sterben lassen, mal wieder. Das Schlimme ist, ich hatte irgendwo noch mal so einen blöden Seelenstein gesehen. Ich weiß noch nicht mehr, wo das war. Komm, bring mich mal um, Günther. Danke, Günther. Ich habe das gebraucht, weil ich muss nochmal zurück. Wäre jetzt Quatsch, wenn ich hier weitermachen würde. Es muss irgendwo noch ein Seelenstein fehlen. Guck mal, ich habe zwei... Seelenstein. Kartenstein fehlen. Dingens. Ich habe zwei Kartensteinfragmente und hier ist irgendwie keiner von diesen Dingern. Hier ist vor allen Dingen auch nochmal so ein Gang nach oben. Huch. Da ist ein Gang nach oben. Ich gucke einfach mal dahin, wenn ich irgendwie da hinkomme vor allen Dingen. Da muss ich wahrscheinlich hier hoch und dann da runter, ne? Ja, okay. Normalerweise werden die angezeigt, wenn sie aufgedeckt wurden. Ja, dann habe ich sie scheinbar nicht aufgedeckt. Das war verdeckte Ermittler. Uah! Hör mal auf, Rotorkrähe. Ist nicht nett von dir. So. Weg mit dir. So. Der ist weg. So, war das hier hoch? Wahrscheinlich, ne? Ich glaube mal, hier hinten komme ich nicht mehr hoch. Oder? Höchstens. Ne, da komme ich nicht hoch. Ich will mich nicht mit den Rotorkrähen da hinten anlegen, habe ich keine Böcke drauf. So. Deswegen nehme ich den Weg hier nach oben. Oh. Ach, Mann. Ach nee, ich bin noch gar nicht tot. Ich dachte, ich wäre gerade gestorben. Also, oh, schon wieder die Befürchtung gehabt. So. War ich gar nicht so verkehrt vorhin hier. Jetzt war ich gerade. Jetzt wollte ich zu viel und bekam gar nichts. Außer den Tod. Hallo? Schon wieder den falschen Knopf gedrückt. Oh Mann. Na,
Hör auf damit. So, Nebelforst. Ja, wir wollen ja in den Nebelforst. Aber da war ich doch schon. Ich war schon im Nebelforst und sollte Dinge tun. Da war ich doch schon. Ach, guck mal, hier oben geht's auch noch weiter, oder? Sieht zumindest so aus. Ich muss nach da unten. Aber wie komme ich da runter? Hier ist ja vor allen Dingen auch kein Weg mehr nach da hinten, ne? Oder nach da unten? Ist hier eventuell ein Stein gewesen? Könnte sein, ne? Ich weiß es leider nicht. Ach, guck mal. Ah. Was passiert denn jetzt? Fängt an zu regnen. Ach so, das ist hier unten wieder die Wasserfälle. Der Nebelweg kann etwas verwirrend sein. Ja, war er. Das war er. Glaub mir. Au. Ja, aber wie komme ich jetzt da hoch? So. Aber ich kann doch nicht um die Ecke gehen. Oh nein. Ah. Oh, komm schon. Ach, sag mal, ich bin doch doof, hä? Wie wär's hier? Nein? Ich schaff das. Vielleicht. Ach, komm schon. Oh. Gibt's da eventuell einen einfacheren Weg hoch? Verdammt. Komm schon. Das ist doch der einzige Weg da hoch, oder? Das ist der einzige Weg da hoch. So. Mit Anlauf. Nein. Hätte ja sein können, dass es mit Anlauf geht. Huch. Der Sprung geht, aber ist sehr schwer. Dachte ich mir schon. So wie der hier, ne? Ich komme ja immer an die Kante. Ah. Er hält sich nur nicht an dieser blöden Kante fest. Ah. Da muss man bestimmt den richtigen Winkel treffen. Verdammt. Ach, komm schon. Mann, ey. Ach, komm, ich hing doch dran. Das ist aber nicht vom Spiel gedacht, dass man jetzt schon da dran kommt. Erzähl mir noch einen. Ich komm da dran. Es muss ja irgendwie. Ich weiß nämlich gerade nicht, wo ich weiterkomme. Das ist mein Problem. Wenn du mir helfen kannst, wäre das natürlich sehr nett. Kriegt man später noch einen Treib. Ah! Einfach links. Das Ding ist, ich war schon links. Pass auf. Warte, ich mach gerade mal Karte. Ja, okay. Also, ich war ja schon hier hinten gewesen, ne? So, ich muss jetzt nach hier unten. Und ich dachte eigentlich, dass ich da zu hier durch das Wasser muss. Aber hier ist irgendwie noch eine Barrikade dazwischen. Die kriege ich nicht auf. Keine Ahnung warum. Und ich weiß jetzt gerade nicht, wo ich hin muss. Ich bin jetzt etwas überfragt. Ich muss nach hier unten. Tal des Windes. Unten ist noch ein Weg. Aber wo?
Hier ist keiner, oder? Es kann natürlich einer sein, aber es sieht mir nicht aus wie ein Weg. Das sieht nach einem Weg aus. Ja, ich guck mal. Ich gehe gerne mal gucken. Ach, da ist wirklich ein Weg. Okay, hier ist wirklich einer. Das sah nicht nach einem Weg aus. Also ehrlich nicht. Das hat Erik vorhin schon mal gesagt. Aber das sah nicht wie ein Weg aus. Sorry, Erik, dann tut's mir leid. Dann habe ich das wirklich nicht als Weg anerkannt. Ja, war sehr dünn die Spur, auf jeden Fall. Und dann noch diese blöden Krähen dazu hier mal. Ja. Du wirst mir das nie vergessen. Naja, ist ja gut. Kann ich mitleben. Da kann ich mitleben. Aber es sieht ja nicht wirklich aus wie ein Weg. Aua. Kannst dich von den Krähen abstoßen. Ja, ich weiß. Aber habe ich jetzt ausnahmsweise mal nicht gemacht. Noch ein Kartensteinfragment. Ich habe doch schon zwei. Und weiß nicht, wohin damit. Oh. Ich glaube, ich hatte den Tod vergessen, ne? Ja, habe ich vergessen. So. Okay. Na. Rollmann. Kommen Sie angerollt. Jetzt habe ich drei von den Dingern. Ich weiß nicht, wohin damit. Schön. Ciao. So. Was ist denn das da hinten? Was ist das? Das sieht ulkig aus. Na gut, jetzt gehe ich mal hier lang. Neue Wege schließen. Oh, ich brauche wieder einen Rollmann. Rolli! Komm runter! Rolli! Komm. So wird's nix. Aber ich weiß, wie ich rankomme. Rolli, roll. Komm her. Komm. Ah, bam. So. Oh, ein Kartenstein. Da kann ich wenigstens mal einen loswerden. Sehr gut. Ah, und es offenbart sich. Ah, oh, es wurde auch mal Zeit. Okay, wir haben einen Weg gefunden. Danke nochmal, Blumenkohlmann. Ich nenne dich auch mal bei deinem richtigen Namen. Cauliflower Games. Vielen Dank. So. Dann wollen wir mal nach unten und mal schauen, was sich da verbirgt. Ah ja, hier kommen wir irgendwann mal rein. Aha! Ich springe mal im falschen Moment. Hörst du auf jetzt? Blödes Vieh. Du willst doch irgendwie was von mir? Ja. Oh ne. Kann ich den für irgendwas... Warte mal, den brauche ich. Den brauche ich für hier hinten. Aber wie kriege ich den denn... Ne, den brauche ich nicht für hier hinten. Hä? Okay. Den brauche ich nicht für da hinten, dann weiß ich aber auch nicht, für was der gerade gut ist. Außer, dass er nervt. Jetzt haben die... Jetzt werden das blaue Elektroschnecken hier, oder was? Nicht Elektroschnecken. Elektroschnecken waren bei Satisfactory. Aua! Hilfe! Günther! Mann! Hier ist nichts weiter. Okay, ich dachte, da hinten wäre noch irgendwas. Deswegen habe ich nochmal gerade geguckt. Aber da war nichts. Ich mein, safe. So. Weg mit dir. Da ist er, der Fähigkeitenpunkt. Haha, bam. Und jetzt gibt's auf den Sack, meine Freunde. Jetzt gibt es auf den Sack. Jetzt bin ich endlich wieder stärker. Da oben ist ein Hebel.
Da ist ein Hebel. Ich weiß gar nicht, wie ich da hochkommen soll. Wahrscheinlich schweben oder so, ne? Guck mal, jetzt ist meine Flamme blau, Günther. Ja, guck's ja, ne? Haha! Des Todes mit dir. Rollmann. Rolli. Achso. Ich bin doof. Ja, ich weiß. Ich weiß. Okay, alles klar. Komm raus, Günther. Komm raus zum Spielen. Nein? Komm her, Günther. Komm, Günther. So geht das. Ha, Tür offen. Jetzt ist der Rollmann auch wieder da. Ja, hüpf doch mal höher. Wollte gerade irgendwie nicht. Nicht schon wieder so ein Spucker. Komm, Günther. Komm ran. Auf den Meter. So. Tür auf. Ja, ja, mach du nur, Günther. Da oben ist wieder ein Rollmann. Brauche ich den für irgendwas? Na, kommst du nicht hoch? Hehe. Okay, ich guck mal gerade die Karte. Wir sind jetzt da, jetzt müssen wir nach unten. Okay. Oh. Da unten? Man weiß es nicht. Das war, glaube ich, gerade keine gute keine so gute Idee, dass ich hier hingekommen bin. Ah, hier ist aber nochmal so ein Teil. Jo, sehr schön. Ah. Okay. Hier ist nochmal eins. Cool. Wie viele sind denn hier? Wie komme ich denn da rein? Das ist egal. Huch! Okay, haben wir. Ah, das war ein Gegner. Oh. Oh, sieht auch wieder so toll aus, ne? Sterbe ich da, wenn ich da runterfall? Ja, tue ich. Man muss ja mal ausprobieren. Wird auch toll. Ja, sieht echt so toll aus hier. Ja, Kappa. Vor allen Dingen dieses Kappa. Krieg ich jetzt schon wieder einen Anfall? Wahrscheinlich. Tempel. Kommt hier ernsthaft der nächste Tempel? Oh, nee. Der nächste Tempel. Ich gucke mir mal noch kurz an. Wir haben es nämlich gleich um 10. Ich kann ja mal ein Stückchen reinschauen. Die Elendsruinen. Hier leben die Gumon. Sie bauen wundersame Strukturen und erfüllen sie mit dem Licht des Geisterbaums, das ihnen Sicherheit bietet. Hm. Oh nein! Diese Gumon wurden eingefroren, konnten nicht entkommen. Als das Elend des Windes sein Licht verlor, wurde diese Ruine zu ihrem Grab. Ach, das ist Lava. Der Boden ist Lava. Kann ich da drauf hüpfen? Das war mir klar irgendwie. Hallo?
Die Gumon waren erfinderische Handwerker. Vor ihnen lag eigentlich eine leuchtende Zukunft, zu der es aber nie kam. Sieh dir dieses Lichtgefäß an. Sie waren in der Lage, das Licht des Geisterbaums darin aufzubewahren. Das geht nicht gut. Oh. Jetzt habe ich wieder so eine Murmel. Damit kann man bestimmt abkühlen, oder? Dachte ich es mir doch. Ah, cool. Benutze das Lichtgefäß, um die Gumon-Strukturen zu aktivieren und zu überqueren, ohne Schaden zu nehmen. Von wegen. Von wegen. Ändere die Gravitation. Okay. Na gut. Es ändert die Gravitation und macht wahrscheinlich warme Sachen kalt, so wie es ausgesehen hat. Das Schlimme ist, ich drücke jetzt nach links und er läuft nach oben. Ich drücke nach rechts und er läuft nach unten. Das ist ja mal völliger Mindfuck. Oh Gott, da komme ich doch gar nicht drauf klar. Aua. Da komme ich doch gar nicht drauf klar. Invertierte Steuerung. Das ist ja... Oh, es gibt ja nichts Schlimmeres als invertierte Steuerung. Oh. Oh je. Na, das kann ja heiter werden. Jetzt drücke ich nach rechts und er läuft nach links. Ah! Oh nein! Das hat viele verwirrt, der Dungeon. Ich glaube auch. Ich glaube auch. Nein, 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 nein! Lass fallen! Lass fallen! Oh! Oh! Toll. Ich hab vergessen, einen Checkpoint zu machen. Oh Gott, das ist ja echt schlimm. Na gut, aber ich glaube, wenn man einmal den Dreh raus hat, dann geht's. Man muss nur rausbekommen, wie es funktioniert. So. Ups. Komm her, du. Kugel fallen lassen. Oh nein. Nein. Natürlich, Herr Spinnenmann muss natürlich auch noch dazukommen. Nein, jetzt ist mir die Kugel da runtergefallen. Oh, ich dachte schon. Oh, ich dachte schon, sie wäre da komplett runtergefallen und wir haben Eimer. Blöde Spinne. Hä? Wieso verliere ich die denn? Hallo? Bleib doch da. Oh! Das wird jetzt spaßig, mit so wenig Health hier drüber zu kommen. Besonders wenn Tentaklon hier noch die ganze Zeit schießt. Könnte erst die Spinne töten, ja, aber ich komme ja nicht darüber ohne. Ist doch, der Boden ist doch Lava. Ich komme noch nicht da rüber. Boden ist Lava. Ach so. Ja, das geht natürlich auch.
Muss das Vieh nur treffen. Das geht natürlich auch. Daran habe ich nicht mehr gedacht. Danke. Daran habe ich echt nicht gedacht. Boom. Okay. Haben wir. Ach, nö. Nicht zerquetschen, bitte nicht zerquetschen. Oh, danke. Da oben ist ein Kartensteinfragment. Muss ich wahrscheinlich mit der Kugel wieder machen, ne? Na gut.